Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ja, der faule UPS-Fahrer, anstatt bei mir zu klingeln, hat er das Ganze dann mal fix beim Nachbarn reingeschleift, wo man es dann abholen konnte. Naja, was will man sagen? So, ich hätte gedacht, ich kriege hier was Batteriebetriebenes, aber offensichtlich sind hier Akkus verbaut. Gehen wir mal rein. Geht relativ schön. Es ist relativ flach tatsächlich, muss ich sagen. So, hier ist der Kasten dazu. Und wir haben hier von Ray ein Mini Wireless Keyboard Touchpad Combo X8. Ja, ein drahtloses Keyboard, Bluetooth und so weiter und so fort. Ich hoffe auch mal farbig beleuchtet. Und so habe ich mir das geholt als Ergänzung zu meiner Fernbedienung. Zum Fernseher, das ist ja ein Smart TV. Und ja, mit der Fernbedienung das zu bedienen, ist ein bisschen blöd. Auf dieser Seite ja nichts Weltbewegendes. Vor allem bin ich eh blind. Okay, das Zeug kommt sogar aus Germany. Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich in Chinetz gehen. Genau, Land China, aber naja, wurscht. Kleine niedliche Packung. Wir gucken mal an, was uns hier erwartet. Das ist echt niedlich. So, wir haben hier natürlich ein User Manual, Installation and User Manual. Ich denke mal, das werden wir nicht brauchen. Das wird der Fernseher von alleine können, finden und so weiter. Und hier ein Ladekabel. Also sind in diesem Ding Akkus verbaut, anscheinend. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir packen es aus der Tüte. So sieht es aus. Klein und handlich wie ein Taschenrechner, aber lässt sich wesentlich besser bedienen. Hier ein Touchpad. Mausrad im Prinzip. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal hier hinten in das Batteriefach. Hier ist tatsächlich ein Akku verbaut. Das finde ich cool. Und was wir hier wohl nicht brauchen werden, was aber auch geil ist, was wir nicht rauskriegen. Warum kommst du nicht raus? Jetzt ist er da. Es ist tatsächlich, wenn ihr das Ding an einem PC anschließen wollt. Hier hinten schön das Fach dafür, wo man das verstecken kann. So, da ist es drin. Akku ist drin. Und dann können wir das eigentlich mal einschalten. Ich sollte mal hier das soweit zumachen. Ich werde das heute Abend auch direkt antesten. Also es fährt jetzt hoch. Machen das hier einfach mal wieder zu. Gut, man sieht jetzt hier nicht viel Lautstärke, leiser, okay, kann man damit auch steuern, das ist natürlich nicht schlecht. So, ich weiß jetzt nicht mit der Beleuchtung, wie das hier ist, die geht im Moment doch hier. So sieht das dann beleuchtet aus. Kann man wahrscheinlich jetzt in der Kamera schlecht erkennen. Wie dem auch sei, ich werde das Ding ausprobieren, klein und fein, kostet knappe 25 Euro. Link dazu lasse ich euch unten mal in der Videobeschreibung da. Ja, wie gesagt, Touchpad, Mausrad, Multimedia-Tasten, ganz normale Tastatur. Ich bin gespannt, aber ich denke, es wird sich gut bedienen lassen. Druckpunkt ist vernünftig, das sieht vernünftig aus hier. Gucken wir mal. Kleines, feines Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut.